Zu Gast, ihr werdet ihn alle kennen, ist der Lykantrop Felix. Herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade in der Nähe von Paderborn bei der Wewelsburg. Warum sind wir hier? Der Lykantrop, für viele wird es überraschend sein, wohnt hier in der Nähe tatsächlich und kann auch Deutsch. Was ich beim Hinfahren gesehen habe, ist natürlich, hier lebt richtig der Rock'n'Roll. Da war ein Plakat von Beatrice Egli und P. Werner. Also ich bin ein bisschen neidisch. So, wir fahren dann jetzt in den Proberaum. Erzähl mal was zu deiner Ausstattung. Wieso hast du einen neuen Raum eingerichtet? Ich würde den Raum quasi immer in zwei Hälften unterteilen. Also das ist quasi die Schlagzeughälfte und das ist so die Gitarre- und Basshälfte. Wie kommst du eigentlich zu deiner Musikauswahl? Wie entscheidest du, welchen Song du einspielst? Wie war das denn nochmal? Ich habe Content geteilt mit gewaltverherrlichenden oder gefährlichen Gruppierungen oder sowas. Irgendwie sowas, so völlig bescheuertes. So, du hast jetzt auch hier das eine oder andere umgedrehte Kreuz. Ich sehe hier keine Zeugen Jehovas vor der Tür demonstrieren, was das hier für eine satanische Hölle ist. Nun haben wir ja diesen Proberaum verlassen. War hochinteressant, was du da zu erzählen hattest. Es kommt mir vor, als wäre es gerade eben gewesen, dass wir da rausgekommen sind. Wir haben jetzt die Location gewechselt und befinden uns nun bei den Externsteinen. Die Externsteine, kann jeder selbst nachlesen, hat eine besondere religiöse Bedeutung für Hexen, Druiden, Zauberer. Oder damals im Dritten Reich hatten die auch eine Bedeutung und die wollten da irgendeine Religion erfinden, um das Christentum anzulösen. Aber das könnt ihr euch alles selber durchlesen. Wir finden, das ist ein schöner Punkt, um sich hier auch wieder zu treffen. Und nun wollten wir drüber sprechen, in welchen Bands du gespielt hast, wie deine Erfahrungen waren. Hau mal raus. Ich habe tatsächlich bisher sehr vielen Bands gespielt. Nicht unbedingt alle sehr bekannt. Ich würde jetzt mal sagen, Nagaroth sind, glaube ich, so die bekanntesten, die man kennen könnte, wo ich mal Schlagzeug gespielt habe für ein paar Jahre. Wärst du da 2019 mit auf die Asientour gefahren? Nee, da hatte ich keine Zeit. Alles klar. Ich habe lange Zeit bei Mordor gespielt. Ja. Da habe ich Gitarre gespielt. Das war der Gig, wo du auch in Gützko warst, im Pampa-Haus da, ja? Mit Endstille zusammen. Genau, richtig. Das war, glaube ich, ganz geil. Endstille erinnere ich mich, dass der, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gelabert und zwei Lieder haben sie gespielt. Ja. War aber tatsächlich ein ganz witziger Abend, glaube ich zumindest zu wissen. Ich bin nachher mit 8 Promille irgendwie nach Hause kutschiert worden. Das ist ja, von da aus habe ich dann 20 Minuten gewohnt. Ich war da sehr erkältet. Ich glaube, ich hatte 40 Fieber, als ich den gespielt habe. Was hast du da gespielt? Auch Gitarre. Gitarre hast du da gespielt, ja. Ja, genau. Gut. Im Moment spiele ich bei Maleus Maleficarum, spiele ich Gitarre und singe so ein bisschen. Mhm. Neuerdings seit einer Woche bei Agripni auch. Der Thorsten hatte mich gefragt, weil da der Gitarrist ausgestiegen ist. Den kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger, ob ich da Bock drauf hätte. Jetzt hatten wir den ersten Gig in München. Das war ziemlich geil. Also da kommen jetzt auch noch ein paar mehr. Okay. Das hat auf jeden Fall auch sehr Bock irgendwas gemacht. Irgendwas, wo man hinfahren kann? Irgendwas nah bei uns? Ist noch nicht spruchreif. Also nicht spruchreif. Aber ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Wo habe ich noch gespielt?
Ich habe bei Noctem mal ausgeholfen. Also Noctem, vielleicht kennt die der ein oder andere, ist eine Black-Metal-Band aus Spanien, aus Valencia. Die habe ich tatsächlich bei einem Nagaroth-Konzert kennengelernt. Da haben wir in London gespielt. Und da habe ich halt gehört, da sind irgendwelche Spanier im Backstage. Habe da mit denen gequatscht und seitdem sind wir eigentlich dicke Freunde geworden. Dass ich die auch so mal im Urlaub besuche oder so, wenn ich mal da bin. Und die brauchten auch mal einen Gitarristen aushilfsweise, weil für eine längere Tour mit Batuschka hatten die eine Europatour und da ist der Gitarrist die Hälfte der Tour ausgefallen. Und dann bin ich dann eingesprungen, habe die zweite Hälfte der Tour gemacht. Das war auf jeden Fall auch ziemlich cool. Und wo wart ihr da überall? Das war hauptsächlich in Deutschland ein paar Konzerte. Mhm. Ich glaube, der erste Gig, den ich gespielt hatte, war im From Hell in Erfurt. Mhm. Dann sind wir rüber nach... Ich glaube, der Laden hat dich gemacht, gerade aufgrund von Corona. Ich will nichts Falsches erzählen, aber irgendein Laden da unten, der so ein Traditionsding hat, neulich dicht gemacht. Es könnte sein, dass es das From Hell war. Aber Leute, nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß nicht 100%. Ich glaube, das war so, aber ich werde es nachher recherchieren. Das fände ich auf jeden Fall schlimm. Das ist mit einer meiner Lieblingsläden. Da war ich noch nie. Leider schon nie sehr, sehr oft gespielt habe. Ja? Auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, muss ich nachher mal gucken. Ja, machen wir mal. Was Google da sagt. Nicht, dass ich hier als irgendeine Falschmeldung raushaue. Ja. Aber irgendwie meine ich, wäre da gewesen. Das wäre auf jeden Fall schade. Genau, von Erfurt sind wir dann nach Holland, Belgien und haben da noch ein paar Shows gespielt. Mhm. Und ich glaube, da war noch irgendwas in Deutschland. Ist schon ein bisschen was her. Ja, ja. Genau. Das war so bei, ich glaube, Navik kennst du auch? Navik, klar. Hier, Grüße gehen raus. Die haben schon mal bei uns in Rostock gespielt. Tolle Leute. Da habe ich bisher auch nur einen Gig gemacht. Das war auch ein katastrophaler Gig. Also ja. Vom Zocken her war es cool. Ja. Das war irgendwo weit weg, aber das war so ein Konzert, wo ich mich daran erinnere, dass die Promoterin tatsächlich die Bands auch behandelt hat wie Scheiße. Also das erlebt man dann auch mal. Wie es hat gab sich halt das so ausgewirkt? Ja, man musste halt irgendwie gucken, wie man in die Schlafunterkünfte kommt. Es hat geregnet, es war November, arschkalt und das war halt völlig egal. Zu essen gab es da auch kaum was. Ich glaube, ein paar Brötchen, trockene Brötchen oder so. Das war also, ja, ganz, ganz katastrophal. Die Bands eigentlich ganz geil. Liebe Veranstalter, ich habe doch schon oft gesagt, ein gutes Konzert steht und fällt mit dem Catering. Ja, ist so. Also man muss sich ja halt mal überlegen, dass die Bands ja quasi dir die Kassen voll machen. Ne? Genau. Die machen da die Arbeit und die Leute kommen, um die Band zu sehen. Und dann muss man die halt nicht schlecht behandeln. Ja, das ist so. Weil ich glaube, von all den Bands, die da gespielt haben an dem Abend, wird keine nochmal in diesen Laden gehen und da spielen, egal was die bieten. Also würde ich nicht machen zum Beispiel. Ist das denn auch, wenn du jetzt als Musiker in einer Band unterwegs bist und ja gut, jetzt hast du ja keine feste Band, aber hast du? Ja, Maleus. Ach ja, stimmt. Und Agrippni jetzt neuerdings. Ah, da bist und du jetzt. Es ist auch noch was Neues, aber das ist noch nicht spruchreif. Spruchreif, da warten wir drauf. Wir haben gelernt, wir kündigen nichts an, was nicht definitiv spruchreif ist. Das stimmt. Als Bands, unterhaltet ihr euch denn auch mal über, wenn du andere Bands triffst, über irgendwelche Locations, wenn was gut war, wenn was schlecht war, ja, klar. wo dann gesagt wird, okay, ja geil, dann will ich da auch mal spielen oder nee, dann wäre ich vorsichtig, wenn ich da mal angefragt werde? Ja, auf jeden Fall. Also solche Tipps, so von wegen, bleib da vorsichtig oder so, sind auf jeden Fall immer hilfreich und werden auch gerne ausgetauscht oder einfach mal so Connections austauschen. Ne? Mhm. Also hier der und der Laden, zum Beispiel From Hell ist ziemlich geil und frag da doch mal nach oder ich könnte mir vorstellen, dass wir da zusammen was machen. Macht man ja auch, je nach Größe von der Band, eher weniger, dass man halt sagt, so ich versuche jetzt selber nochmal ein Konzert auf die Beine zu stellen, weil es halt auch immer viel Arbeit ist. Aber sowas macht man dann auch zwischendurch nochmal, dass ich dann auch gesagt habe, so ey, ich finde halt den und den Laden geil, ich finde die und die Band geil, lass doch mal irgendwie was zusammen planen. Und jetzt nehme ich mal mit in so einen Tag. Du bist auf Tour, weißt genau, abends hast du einen Gig, du kommst morgens, mittags irgendwie an der Location an. Wie sieht so deine Vorbereitung aus, bis du auf der Bühne stehst und was passiert, wenn es vorbei ist? Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen unterscheiden, wie groß die Band ist. Je größer die Band, desto weniger Freizeit hast du tatsächlich. Mhm. Oder so war meine Erfahrung. Also bei Nagaroth zum Beispiel, wenn wir irgendwo in Russland unterwegs waren, dann denkst du halt auch so, boah geil, St. Petersburg, Moskau und so, da siehst du bestimmt total viel. Aber es ist eigentlich, du kommst irgendwo hin, baust deinen Kram auf oder gehst erstmal ins Hotel, guckst dann, ne, wo bin ich, ruhst dich vielleicht aus, fährst dann in die Venue, baust dann deinen Kram auf, machst dich fertig im Backstage, machst deinen Soundcheck, gehst dann wieder im Backstage, musst die Zeit irgendwie totschlagen, weil es dann zu wenig Zeit ist, um irgendwo hinzufahren, irgendwie Sightseeing-Tour zu machen oder so.
aber es ist halt zu viel Zeit, um jetzt irgendwie da rumzusitzen, dich direkt fertig zu machen für die Bühne und dann auf die Bühne zu gehen. Okay. Und dann kommt der Moment, dann gehst du auf die Bühne, spielst deine Show, dann baust du alles ab, lädst es in den Van, fährst ins Hotel, pennst und fährst dann am nächsten Tag weiter. Das ist allerdings auch, glaube ich, so eine Philosophiefrage, weil ich kenne Bands, die sagen, wenn wir Leerlauf haben, ja, tagsüber, wir wissen nicht, wie viel Zeit, dann bist du dauernd besoffen, weil du ja nichts weißt, was du machen sollst. Ja. Wenn die Venue dann auch noch so weit außerhalb ist, hast du keine Ahnung, was du machen sollst. Aber du bist dann derjenige, der lieber ein bisschen Zeit hat, ein bisschen sich den Ort anguckt, oder bist du lieber so auf Strom, dass du dauernd was zu tun hast? Also die Show ist natürlich immer erstmal Priorität Nummer eins. Mhm. Und da geht doch alle Energie rein. Und das, was du dann noch über hast, das natürlich, klar, gucke ich mir gerne die Gegend an oder so oder mache irgendwas. Und das kannst du halt doch viel mehr machen mit kleineren Bands, wo du halt nicht ein straffes Tourprogramm hast oder so, sondern dass du sagst so, okay, ich habe jetzt hier samstags ein Konzert, ne, so wie jetzt in München zum Beispiel, wir haben samstags ein Konzert, wir fahren freitags schon hin und sonntags dann wieder zurück. Mhm. Und dann kannst du sagen, ja, dann Sonntag haben wir noch ein bisschen Zeit für dies, mhm, Samstag können wir vielleicht auch noch was gucken oder so. Mhm. Das sind so die Vorteile da. Natürlich alles andere ist halt schon ein bisschen anstrengender, weil du machst alles selber, du musst wirklich knechten so ein bisschen. Ja. Und wenn du in einer größeren Band spielst und dann auch die Leute hast, ja, genau, du hast dann halt irgendwie einen Drumtech dabei, der für dich dann die Sachen aufbaut, mit dir zusammen einen Soundcheck macht oder so. Ne? Und du kannst dann auch sagen, was weiß ich, du bist im Backstage und sagst, ich brauche jetzt dies und das. Dann kannst du irgendeinen fragen und der holt dir das dann. Mhm. Ne? Also das ist halt schon ein extremer Luxus. Dafür, dass du natürlich auch ein bisschen mehr bringen musst, mhm, bei einer großen Headliner-Show. Ja, da wird mehr erwartet, ja. Ja, klar. Und wie ist das so kurz vor der Show? Bist du dann in so einem Tunnel? Wie bereitest du dich vor, kurz bevor es auf die Bühne geht? Wenn ich Schlagzeug spiele, dann muss ich natürlich super warm sein. Meistens mache ich irgendwie eine Stunde oder so vorher, fange ich dann an, mich warm zu machen. Das heißt also, wenn doch andere Sachen wie Corpse Paint oder irgendwas sind, das kommt dann noch davor, dass ich dann halt wirklich, mhm, komplett ready bin. Bei der Gitarre muss ich mich tatsächlich gar nicht so warm machen. Ich gehe dann meistens nur einmal den ersten Song durch. Und ja, je nachdem, wie aufwendig das Bühnenoutfit ist, so eine halbe bis eine Stunde vorher fange ich dann damit an. Aber ansonsten, auch wenn ich mich mit anderen Musikern austausche, die dann sagen, oh, ich habe voll Lampenfieber oder so, also sowas hatte ich tatsächlich noch nie. Also tatsächlich. Für mich ist, vielleicht auch deswegen, weil ich immer schon Musik gemacht habe, mhm, ist das halt wirklich so, dass ich mich da sehr zu Hause fühle. Und dann fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin oder so, dann ist das halt so, okay, jetzt ist endlich wieder das, was Spaß macht, was ich gut kann. Also von daher aufgeregt war ich noch nie. Und das ist eigentlich egal, ob es jetzt 100 Leute sind oder 3000 Leute oder so. Das ist eigentlich, ja, du gehst halt im Kopf. Bei mir ist das aber auch so, ich bin halt so konzentriert, ne? Bloß nichts vergessen, alles mit auf die Bühne nehmen, funktioniert alles. Den ganzen Backup-Kram parat haben, falls dann doch was schief geht. Und dann habe ich eigentlich keine Kapazitäten mehr im Kopf, um mich irgendwie auf Lampenfieber oder sowas, mhm, konzentrieren zu können. Und wenn die Show gelaufen ist, bist du dann derjenige, der erstmal Ruhe braucht, im Backstage deine Ruhe, Tür zu und für sich ist? Oder sagst du, okay, jetzt brauche ich erstmal ein Absackerbier und diese Euphorie, die man ja hat die während des Gigs, dieses Adrenalin, eher so mit Aktivitäten abbauen? Hm. Ja, also wenn du eine Headliner-Show spielst, ist das immer der Nachteil, fand ich, oder finde ich immer noch, dass sobald deine Show vorbei ist, ist das ganze Ding gelaufen, ja, weil dann ist nur noch einpacken und weg. Mhm. Und solange es dann nicht irgendwie eine Venue ist, wo dann noch zum Beispiel nachher irgendwelche Party-Sachen sind oder so, dann sind die Leute dann natürlich auch weg. Und dann, mhm, ja, bleibt dir nichts, als in Backstage zu gehen, vielleicht kurz runterzukommen und dann fährst du weiter. Ansonsten, ja, also meistens bin ich dann halt schon so, dass ich dann erstmal direkt eine Manöverkritik mit den anderen Leuten dann aus der Band, mhm, also wirklich einmal durchgehen. Im Prinzip immer nur auf die Fehler. Wir hacken immer auf den Fehlern rum. Das war scheiße, das muss nächstes Mal besser werden. Ja, ja. Und dann vielleicht irgendwann am Ende bleibt dann halt so ein kleiner Raum so, ja, das war aber ganz gut. Ja. Aber eigentlich bisher alle, mit denen ich gearbeitet habe, waren echt so Perfektionisten, mhm, dass man halt sagt, man will halt eine hundertprozentig gute Show machen. Und dann ist das, man fokussiert sich wirklich sehr auf die ganzen Fehler. Das, was, mhm, vielleicht nicht gut gegangen ist. Und damit man das erstmal sich so vor Augen hält fürs nächste Mal, mhm, dass es dann halt besser läuft. Aber ansonsten bin ich schon so einer, der dann gerne dann quatscht mit anderen. Mhm. Ja, sich auch mal so ins Publikum begibt oder so, falls, mhm, nachher noch eine Band spielt oder so, die ich gerne sehen würde. Mhm. Sowas. Ja. Und
Jetzt hast du erzählt, dass du mit Nagaroth ja in Russland warst. Mhm. Da können wir schon vorstellen, dass die Crowd total verrückt ist. Das hört man ja immer wieder, dass die völlig frei drehen in Russland. Ja. Was war denn so ein bleibender, also wo warst du überall in der Welt? Also wenn du jetzt mal sagst, so, das waren die weitesten oder die kuriosesten Orte. Und was war so das Beeindruckendste, was du da so miterlebt hast? Ich könnte ja jetzt was zum Stilfest sagen, aber... Ja, hau raus, ist gerade in der Debatte. Ist gerade in der Debatte das Stilfest. Nee, ich glaube tatsächlich... mit wem hast du beim Stilfest gespielt? Mit Mordagor. Mit Mordagor, okay. Ja. Ich glaube, ich bleibe bei Russland. tatsächlich glaube ich, Russland war schon so mit einer der bleibendsten Eindrücke. Mhm. Weil, ja, sagtest du ja auch, also die Leute da, die gehen völlig ab. Also das ist total irre, wie die da alles feiern. Vielleicht auch deswegen, ne, was wir ja vorhin besprochen hatten, ne, wenn es halt hier so viele Konzerte ständig gibt, sind die Leute total verwöhnt. Und ich glaube, wenn da halt nicht so viele Konzerte stattfinden, dann feiern die das nochmal extrem. Und das war halt schon echt der Wahnsinn, wie die da abgehen. Und auch die Gastfreundschaft fand ich da ganz beeindruckend. Absolut. Doch, doch. Also wie die dann auch sich um einen gekümmert haben. Und dann auch beinahe mit Mordagor war ich auch schon mal in Moskau, habe da gespielt. Und da war das dann zum Beispiel, dass wir uns auch mehr Zeit eingeplant haben, dass wir uns die Stadt angucken konnten und so. Und da war das dann wirklich so, dass wir mit vielen Leuten dann da rumgelaufen sind. Und da war das nicht so, ich führe jetzt eine Band durch die Gegend, sondern die haben uns dann wirklich Sachen erklärt und wirklich Interesse auch gezeigt. Das war halt was ich sonst noch nirgendwo großartig gesehen habe. Das war schon ziemlich cool. Ist das so, dass in Deutschland viele Veranstaltungen, dass die Künstler halt Mittel zum Zweck sind für die Veranstalter und gar nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, wenn man früher Fan von Bands war, dass man sagt, okay, da ist noch eine gewisse Wertigkeit in der Band drin, weil das Gefühl habe ich auch öfter, wenn ich irgendwo bin und das so mitbekomme bei der einen oder anderen Venue, dass die Band einfach so, oh gut, die haben wir jetzt gebucht, aber die müssen halt abgefertigt werden so und das war's. Genau. Und dass da diese Wertschätzung gar nicht mehr so vorhanden ist. Doch, es kommt auf jeden Fall öfter mal rüber, dass du sehr austauschbar bist. Mhm. Also ne, wenn du keine Zeit hast, dann kommt halt der Nächste und da ist halt egal, wer du bist. Und man merkt auch, dass das so vom Veranstalter, wenn der Veranstalter überhaupt selber vor Ort dann ist beim Konzert, dass der auch nicht so das Interesse hat, dich kennenzulernen oder so. Nicht bei allen, also es gibt ganz viele, ich glaube, das sind schon wenige, aber das habe ich bisher tatsächlich nur so hierzulande gesehen. Okay. Und jetzt plauder aus dem Nähkästchen, muss ja keinen Namen nennen, aber was war so richtig so ein Griff ins Klo, wo du dann sagst, okay, das war, oha, da habe ich auch, Junge, das war anstrengend. Hast du da auch so ein besonderes Erlebnis oder mehrere? Anstrengend. Also Griff ins Klo eigentlich nicht, weil ich mir, glaube ich, bisher gut immer Gedanken gemacht habe, wo fängst du überhaupt an? Mhm. Also wenn eine Anfrage kommt oder so, dass ich auch nur das mache, worauf ich halt Bock habe. Anstrengend war eine Tour, so eine Mini-Tour war das auch nur irgendwie eine Woche oder 10 Tage, ich weiß nicht mehr genau. Da habe ich für Rebel Souls Schlagzeug gespielt. Okay. Und hatte eine Verletzung an der Hand und konnte halt nicht so schnell. Da ist halt auch viel Geballer. Und das war anstrengend, aber trotzdem bisher eigentlich alle Shows, die ich ja bisher gemacht habe, waren geil, dass ich da gerne dran zurückdenke. Und jetzt hast du gesagt, dass du bei Agony eingestiegen bist. Mhm. Aber so selber eine Idee, mal eine Band zu gründen und dann groß durchzustarten oder so, die hattest du noch nicht? Doch. Ich habe ja halt schon auch viele Sachen schon geschrieben und veröffentlicht und Sachen aufgenommen. Nicht immer tatsächlich dass mein Name auch genannt wird. Also ich glaube Ghostwriter könnte man das nennen. Ja, Ghostwriter. Also sowas habe ich auch gemacht. Aber das, was ich vorhin sagte, was noch nicht ganz spruchreif ist, das geht schon so Richtung Solo-Projekt. Okay. Das ist eigentlich fast fertig. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr rausbringen kann. Viele Songs, die wird man dann mitkriegen, dass du das bist oder bist du das völlig in der Anonymität? Dann? Nee, doch, das okay. Würde ich dann schon. Und wenn das ein Ein-Mann-Projekt ist, kann man dich dann trotzdem live buchen und du suchst ja Session-Musiker? Genau, daran hat es nämlich jetzt immer gescheitert, dass ich halt mich da irgendwie nicht weiter fortgetraut habe, weil ich gedacht habe, ja gut, so ein Studio-Dingen kannst du machen, schön und gut. Ich glaube, ich habe auch mittlerweile schon 3 Alben komplett zu Hause fertig, was ich halt so veröffentlichen könnte.
Aber ich bin, oder ich sehe mich selber schon als Live-Musiker. Also ich habe halt, das ist das, was mir am meisten Spaß macht, halt live zu spielen. Und da habe ich dann halt gedacht, wenn ich jetzt halt so ein Solo-Projekt mache und dann nicht live auf die Bühne mit kann, das wird mir selber sehr, sehr schwer fallen. Mhm. Und jetzt habe ich mittlerweile tatsächlich, das größte Problem ist ja immer, einen Schlagzeuger zu finden, finde ich in der Mucke. Also generell gute Musiker, aber einen Schlagzeuger zu finden, der halt fähig ist, die Sachen halt zu spielen. Und den habe ich jetzt gefunden und deswegen gehe ich da jetzt auch weiter dran. In welche Richtung geht die Black Metal. Also ganz straighter Black Metal. Schön knüppeln und... Oh, sehr schön. Ja, schnell. Das mit diesen Session-Musikern hatte ich ja, als ich Thomas von die Boardstreet zu Gast hatte, um die schwierige Folge mal wieder ins Gespräch zu bringen, war so, dass es die Boardstreet ist ja in Death Metal ja schon eine gewisse Nummer. Und das, ich habe auch mit einem Sänger einer bekannteren Black-Metal-Band neulich zu tun gehabt, da ist es dann auch dran gescheitert, dass die Session-Musiker halt sagen, okay, nee, da bin ich bei der Tante auf dem Geburtstag, wir können halt nicht. Und bei die Boardstreet ist es so, wenn eine Tour, das ist eine größere Band, und wenn die eine Tour buchen, dann ist das nicht 3 Tage am Wochenende, sondern es ist tatsächlich mal über, ja, dann sagt er, ich sitze dann da, ich muss Touren absagen, weil es nicht möglich ist, Session-Musiker zu bekommen. Ja. Und deswegen stelle ich mir das immer so schwierig vor, tatsächlich dann ja nicht größer rauszukommen, will ich gar nicht sagen. Das hat ja dann letztendlich mit der Qualität der Musik zu tun. Aber siehst du da die Gefahr, wenn du dann eine gewisse Reichweite erzielen solltest, was ich dir gönnen würde, dass du vieles nicht umsetzen kannst, weil das quasi nur dein Baby und dein Projekt ist und die anderen das halt als Mitbringsel sehen? Ja, doch schon. Also da muss man das, glaube ich, auch sehr differenzieren, also zu gucken, ist das jetzt halt so dieses Band-Feeling, dass du halt wirklich Leute möchtest, mit denen du halt die ganze Zeit zusammenarbeitest, und das ist dann auch wirklich der harte Kern, und damit willst du dann Shows spielen, weil dann kannst du ja auch viel eher sagen, okay, da können nicht alle, dann können wir... Dann könntest du aber das Problem haben, dass die dir in deine Arbeit reinfuschen wollen, deine Ideen reinfuschen wollen, sagen, das ist besser, das ist schlechter, das müssen wir anders machen. Das ist ja, ja ein Nachteil, wenn du in so einem Band-Gefüge bist. Ja, aber für so Input bin ich eigentlich immer offen. Also ich finde es immer gut, wenn Leute halt Ideen... das sagte ich ja auch zum Beispiel deswegen, ne, wegen Audio-Mix abgeben an den Tobi von Roadkill. Mhm. Zum Beispiel, das finde ich halt gut, dass du dann halt nicht komplett in deinem Tunnelblick da gefangen bist, sondern dass du auch mal so ein bisschen Feedback von außen dann kriegst. Mhm. Vor allem, wenn das Musiker sind, mit denen du gut arbeiten kannst, wo du weißt, das sind halt auch Profis und die wissen auch, wovon die reden. Finde ich, muss man sich immer annehmen. Da darf man nicht so diese Ego-Schiene fahren und sagen, nein, ich weiß sowieso alles besser und mein Kram ist das Beste überhaupt und du hast ja gar keine Ahnung. Mhm. Macht auch das Band-Feeling dann kaputt. Also die Chemie muss ja auch dann passen und das würde sehr darunter leiden. Ja, das ist auch wieder so eine Philosophiefrage. Also ich kenne diesen Konflikt innerhalb der Szene mittlerweile, dass Bands sagen, die wirklich gewachsene Bands in dieser, die behaupten, richtig gute Musik entwickelt sich durch gemeinsame, langwierige Arbeit. Und es gibt Einzelkämpfer, also Ein-Mann-Bands oder Ein-Mann-Projekte, die sagen, das würde gute Musik verwässern, wenn also viele Köche verderben den Brei. In welcher Richtung siehst du dich denn da? Ich finde schon so ein gesunder Mittelweg. Mhm. Na, also zum Beispiel bei Maleus ist ja unser Schlagzeuger quasi der federführende. Mhm. Und da sagen wir auch, klar, jeder hat Mitspracherecht und jeder bringt seine Ideen rein. Und ich glaube, da machen bei mir auch alle so einen Streifen mit, wenn ich dann mal sage, so, wenn ich mal auf den Tisch haue oder so. Mhm. Aber am Ende hat er immer noch das Sagen. Also es ist schon wichtig, dass man auch bei so Solo-Projekten, die dann irgendwann zu einer Band werden, dass man da dann sagt, so eine gewisse Hierarchie muss dann doch noch da sein. Mhm. Andersrum, wenn du halt wirklich so ein komplettes Solo-Dingen hast, wo dann die Musiker zwar gute Freunde werden, aber du versuchst halt irgendwie Live-Shows, dass das halt so, das muss halt funktionieren. Und da kannst du, wie du ja sagst, ne, wenn irgendwie der Geburtstag von der Oma da ist oder so, dann kann man nicht die ganze Band nicht spielen lassen. Sondern da, finde ich, sind auch zum Beispiel gute Lösungen, dass man dann ein doppeltes Line-Up hat oder so. Dass man dann sagt, so, okay, es gibt halt Drummer Nummer 1 und Drummer Nummer 2. Der erste ist halt immer hauptwiegend der halt spielt, aber falls der nicht kann, dann hat man immer noch einen in der Hinterhand. Mhm. Ja, genauso bei Gitarristen oder sonst was, dass man dann sagt, man könnte immer spielen. Wenn du damit Erfahrung hast, mit diesem wechselnden Line-Up, gibt es da nicht so manchmal so Ego-Probleme, wenn da so zwei Leute oder einer immer so auf Ersatzbank sitzt? Ja, mit Sicherheit. Da hatte ich, glaube ich, natürlich auch selber manchmal so meine Problemchen mit, okay, ne, ganz am Anfang, dass ich dann sagte, nein, ich will aber. Mhm. Aber
glaube, so, man muss irgendwann auch lernen, so das Gesamtbild. Man muss das halt für die Band machen, wenn man die Band vorwärts bringen möchte. Dann muss man auch sagen können, so, okay, ne, wenn ich jetzt halt meine Priorität da sehe, ich muss zu Omas Geburtstag und kann da nicht spielen, dann kann halt nicht der Rest der Band oder die Band als an sich kann da nicht drunter leiden, sondern dann sage ich, okay, ich habe halt keine Zeit, macht ihr mal und macht eine geile Show und ich bin dann beim nächsten Mal dabei. Wenn du dir mit deinem nächsten Projekt ein Szenario ausmalen könntest, so große Black-Metal-Band, große Bühnen weltweit, oder bist du lieber der Vertreter, sagt, okay, ich möchte lieber so diese Underground-Schiene, dieses ursprüngliche Black-Metal ausleben, in welche Richtung würdest du dann gehen? Ich mag tatsächlich beides. Also es hat beides was für sich. Also große Konzerte mit tausenden Zuschauern ist halt einfach geil, ne? Also du stehst da auf einer riesen Bühne, du hast Platz ohne Ende, kannst dich da völlig austoben und dann hast du ein Meer an Menschen. Aber da geht natürlich so ein bisschen auch verloren, so dieses Persönliche. Ne? Du guckst halt in tausend Gesichter und kannst kein einzelnes Gesicht so raussehen. Mhm. Und kleine Shows finde ich halt super, weil du da wirklich so dicht an dich bist. Du hast dann keinen Graben da zwischen Bühne und Publikum und du bist dann halt völlig drin. Mag ich tatsächlich meistens auch lieber. Also so, weiß ich nicht, so 500 Leute ist so, ne, so da würde ich so die Grenze ziehen und das noch zu kleinen Konzerten zählen. Mache ich teilweise echt lieber als irgendwelche Riesen-Festivals oder sowas. Das ist bei mir genauso. Ich war früher auf riesigen Veranstaltungen, regelmäßig. Und das ist für mich jetzt mittlerweile eher abschreckend, als dass es mich... Also das für mich ein Argument wäre, damit hinzugehen, weil wenn du einmal so die kleinen Festivals mit 1500 Leuten und kleine Konzerte mit 200, 300 Leuten, das ist einfach viel angenehmer, wenn du kein Gedränge hast, wenn du immer dein Bier holen kannst, wenn du mit jedem sofort ins Gespräch kommst quasi, dann sehe ich das schon. Also oder so du fängst ein Gespräch an, musst kurz weg und dann findest du denjenigen auch schneller wieder. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Unter tausenden Leuten findest du ja keinen mehr. Das ist schwierig, ja. Das ist so. Na gut, haben wir noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest zu dem Themenblock? Bestimmt, aber gerade fällt mir nichts ein. Oh, dann wechseln wir ja gleich die Location und dann, wenn da noch was einfällt, können wir da ja nochmal drauf eingehen. Alles klar. Gut, dann war das hier jetzt der Part von den Externsteinen. Ich hoffe, ihr habt die Steine bewundern können. wir fahren ein Häuschen weiter und sehen uns gleich wieder. Bis später. Alles klar. So, jetzt sitzen wir hier im Bus auf dem Weg zur letzten und nächsten Reisegelegenheit, die wir nehmen. Tourleben. Jetzt, wo wir im Bus sitzen, da müssen mir doch einige Erinnerungen auftauchen, was du Besonderes auf Tour mal konkret so erlebt hast. Ein paar Geschichten wollen wir jetzt mal hören. Ja, viel. Also jetzt sitzen wir ja in einem Bulli. Ja. Bulli spricht eher so für selbstorganisierte Sachen. Ja. also klar. Bus. Was sich nach dem Podcast hoffentlich ändert, dass wir dann auch mit einem Nightliner durch die Gegend fahren können, wenn wir mal so ein Video. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall, das natürlich. Ist ja wohl das Mindeste. viel. Also oft ist das, wenn du selber organisierte Sachen hast, die Reise an sich ist dann schon ein Abenteuer für sich. Also mir fällt zum Beispiel ein, ich habe mal bei einer befreundeten Band, die gar nicht mal was mit Black Metal zu tun hat, Alibi for a Murder, die machen eher so, ich würde es eher in Death Metal oder sowas einordnen, da habe ich mal bei einer Tour ausgeholfen und das war auch komplett selbst organisiert von einem aus der USA. Und das hat man auch gemerkt, wenn man sich die Deutschlandkarte oder Europakarte angeguckt hat, wie die ganzen Tourdaten dann gingen. Also es war nicht so, da ist der Nächste und wir fahren dann so eine Runde, sondern es war von Hamburg irgendwo nach Österreich, dann wieder nach Berlin, dann wieder irgendwo nach Holland, also wirklich im Zickzack durch ganz Europa dann gefahren. Und das war dann schon sehr sportlich, dass wir dann auch, das war halt so ein Bus wie hier, und dass wir dann tatsächlich, zum Beispiel, was ich ja gerade sagte, in Hamburg losfahren mussten, morgens um 9, wo ich schon gesagt habe, Jungs, das ist viel zu spät. Das war dein Wasser? Das war mein Wasser. Das ist halt viel zu spät. Er trinkt nämlich keinen Alkohol. Das ja auch. Ja, wenig. Also Bier zum Beispiel gar nicht. Da sagen viele dann so, was bist du denn für ein Deutscher, dass du kein Bier trinkst? Ja, das ist international, kann ich mir vorstellen. Genau. Wo war ich? Ach genau, wir sind dann um 9 sowas losgefahren und mussten dann um 19 Uhr, glaube ich, in Innsbruck sein.
Ach was, das ja, ist aber... Genau, ich habe gesagt, das geht nicht, aber die haben gesagt, doch, auf der Karte ist das nur so viel. Also ja, das war, ja, also das war sehr sportlich, da hinzukommen und so war dann auch komplett die ganze Tour. Also dass man halt wirklich nach der Show direkt ins Bett musste, so gut wie... Das war anstrengend, oder? Das war super anstrengend, aber hat auch super viel Spaß gemacht. Weil, wie viele Leute wart ihr dann in so einem Bus? Das war immer pro Band ein Bus, also wir waren zu fünft in diesem Bus plus Equipment. Und die anderen Bands dann auch. Oh Gott. Ja, aber ging. Das ging tatsächlich? Ja, doch. Das ging ganz gut. Ja, was wollte ich denn noch erzählen? Ja, hast ja erzählt eben, so angedeutet, dass auch international ihr es mal gerne habt krachen lassen. Und einen Eindruck vermittelt habt, dass ihr quasi wie Iron Maiden quasi mit einem eigenen Flieger? Ja, genau, ungefähr. Nee, genau, was ich halt vorhin sagte zum Beispiel, dass mit Nagorod in Russland kriegt man halt nichts von dem Land oder von den Gegenden mit, wo wir dann gerade sind. Aber wir waren dann zum Beispiel mit Mordagor kurze Zeit später nochmal in Moskau und haben dann da auch nochmal ein Konzert gespielt. Und ne, wie ich sagte, du spielst dann samstags und planst dann aber ein ganzes Wochenende, dass du dann auch wirklich Zeit hast, dich da umzugucken. Und da haben wir das dann auch so gemacht. Erstens, die Veranstalter waren super nett und haben sich total gut um uns gekümmert, dass sie gesagt haben, ey, wir gehen jetzt noch irgendwie feiern, wir zeigen euch eine coole Metal-Bar oder so. Und das müsst ihr euch unbedingt angucken. Und dann haben die uns sogar vom Flughafen abgeholt, weil in Russland spricht halt keiner Englisch. Also du bist sonst total verloren. Und dann haben wir auch, weil es so günstig ist, haben wir uns eine Stretch-Limo gemietet für 4 Stunden und sind dann mit so einer weißen Stretch-Limo durch Moskau getourt. So, und haben uns dann alles Mögliche angeguckt, aber die Veranstalter wussten halt nichts davon. Wir haben uns quasi mit denen dann, die haben uns zum Hotel gebracht. Am Hotel hat uns diese Stretch-Limo abgeholt und wir haben uns mit dem Veranstalter in dieser Metal-Kneipe verabredet. Haben gesagt, ja, in 4 Stunden treffen wir uns dann da. Ne? Dann sind wir erstmal richtig dicke Hose mit der Stretch-Limo zum nächsten Supermarkt gefahren, um uns da halt Alkohol zu kaufen. Und sind dann halt die ganze Nacht durch Moskau gefahren. Oder nicht die ganze Nacht, halt die 4 Stunden. Bis wir dann zu dieser Metal-Kneipe gekommen sind, wo die Veranstalter, Jungs und Mädels, halt schon auf uns gewartet haben. Und dann halt draußen, ne, unser Sänger war schon die ganze Zeit mit Handy in Kontakt mit denen. Wo bleibt ihr? Ist alles in Ordnung? Die haben sich schon total Sorgen gemacht. Und wir hatten halt die Nacht unseres Lebens. Bis wir dann halt da angekommen sind und dann sind denen natürlich völlig die Augen ausgefallen. Die haben, glaube ich, wirklich gedacht, wir sind die reichste Band der Welt oder so, dass sie denken, so, da kommt irgendeine Band aus Deutschland in das Stretch-Limo, um damit in die Kneipe zu fahren. Ja, so, also das ist schon geil, das ist schon super. Ja, also solche Sachen sind dann halt so das, was du dir halt, glaube ich, nicht erlaubst, also nicht unbedingt im Alltag einer Tour erlauben kannst, wenn du halt eine große Band bist und dann alles so straff durchgetaktet ist. Das sind so die Bonussachen, die du dir dann mitnimmst, wenn du alles selbst organisierst oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall mal ein Grund, um mal zu versuchen, ein Instrument zu lernen. Du hast ja gesagt, man kann ja auch mit 40 anfangen. Auf jeden Fall. Wenn du dann so untalentiert bist wie ich, glaube ich. Ich bin, müsste man mal probieren. Man könnte mich für die, da nehme ich dich beim Wort, das probieren wir mal. Ansonsten, du sagst es ja selber, Bass kann jeder spielen. Bass kann jeder, zur Not stelle ich mich auch daran, wenn es gar nicht geht. Ansonsten kann man mich auch für die Optik buchen. Also das heißt, wenn man ein bisschen was auf der Bühne hermachen möchte, liebe Bands, wenn ihr so einen schönen Background-Tänzer braucht. Ich meine, Ngwa und Batuschka haben es ja vorgemacht, man kann ja auch mit Masken spielen. So, ich glaube, das schneiden wir raus am Ende. Langsam wird es frech. Ihr wolltet doch zurücklaufen. Ja, genau. Okay, dann freue ich mich. Danke ich dir erstmal für die kleinen Einblicke. Und wenn dir noch was einfällt, wir sind ja gleich am nächsten Ort, dann haben wir sicherlich noch Zeit, darauf nochmal einzugehen. Denke ich mal. Super. Da fällt noch was bestimmt ein. Bestimmt. Ja, ich höre schon
oder ich kann es quasi fühlen, wie viele Leute gespannt mit zittrigen Händen zu Hause sitzen und sagt, warum? Wir wissen doch, da gibt es doch was zu erzählen. Warum erzählt der Typ denn keine Nagelhaut-Geschichten? Du kommst jetzt nicht drum rum, jetzt musst du was raushauen. Du hattest ja vorhin mal gefragt wegen Sachen, die ein Griff ins Klo waren Sachen, die schiefgelaufen sind. Die schlimmste Sache, die ich mir noch so aus dem Gedächtnis poolen kann, da haben wir beim Kings of Black Metal gespielt. Mhm. Wo ist das? Hier in Deutschland. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau ist. Bin ich gerade überfragt. Aber okay. Es ist, ich glaube, Europas größtes Indoor Black Metal Festival. Ich habe ein paar Mal da schon gespielt. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Festival. Die mussten irgendwann mal die Location wechseln. Aber das hat auf jeden Fall immer Bock gemacht. Und dann haben wir da an einem Tag mit Nagelhaut, ich glaube doch, wir waren Headliner. Und am nächsten Tag sollten Mayhem als Headliner spielen. Die haben auch gespielt, also nicht, dass sie abgesagt haben oder so. Für die, die es nicht wissen, bei Nagelhaut haben wir immer den The Day Burzum Killed Mayhem Song gespielt. Bis heute einer meiner Favoriten. Ist auch richtig geil, der Song. So wie es die letzten 2 Minuten. Und das haben wir quasi immer als Dreier gespannt. Danach kam dann immer ein Burzum-Cover und ein Mayhem-Cover. Ja. Also immer diese Dreier-Konstellation, weil es ja quasi die Geschichte halt erzählt von der Zeit, was damals abgelaufen ist. Und ich glaube, die Jungs von Mayhem haben das irgendwie nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall kamen die an diesem Tag, also die sollten ja, wie gesagt, am nächsten Tag spielen, aber die waren wohl scheinbar alle ich glaube, das war der Freitag, als wir da gespielt haben, waren die auch alle im Backstage und kamen dann erstmal da reinmarschiert und meinten, haben wir denn jetzt irgendwie ein Problem miteinander oder so? Weil die dachten, das wäre halt so ein Anti-Mayhem-Song oder so. Und dann haben wir denen das erklärt, was es damit auf sich hatte. Und dann war auch ganz schnell wieder ganz gut. Und dann sagten die aber, dass die sich halt die ganze Show dann mal angucken wollen. Vor allem halt, ne, wie wir irgendeinen Mayhem-Song spielen. Wir wollten da Freezing Moon spielen. Und dann weißt du, oder ich wusste dann natürlich, okay, dann wird nachher der Hellhammer hinter mir stehen und sich dann angucken, wie ich den Song dann auf Schlagzeug spiele. Ja. Also das war zum Beispiel schon so ein einer der wenigen Momente, wo dann doch so ein bisschen Anspannung da war, ne? Weil dann wird's ja noch mal extrem alles ordentlich spielen. Nicht nur, wenn Hellheimer dich generell kontrolliert, wenn du Drums spielst, sondern wenn du noch seinen Song spielst. Ja, ich glaube, das ist noch mal eine Spur würziger, ja, tatsächlich. Genau. Und natürlich, wie es halt so kommen muss, war genau bei dem Song, dass einfach alles schiefgelaufen ist. Also mir ist das halbe Schlagzeug auseinandergefallen während des Songs. Beim Kings war es halt echt gut, da war halt auch ein Drumtech da, also ein Festival-Eigner, der dann halt immer so aufgepasst hat. Und das Erste, was passiert ist, war, ich hatte zwei Bassdrums und das linke Pedal der Beater ist einfach abgefallen. Das heißt, ich hatte nur noch meinen rechten Fuß. Zum Glück bei dem Song brauchst du nicht viel den zweiten Fuß, aber ich habe ihn dann immer angeschrien, so beim Spielen, so, ey, mein Fuß. Und er hat das aber so gedeutet, als würde ich irgendwie angeben wollen, wie schnell ich mit dem rechten Fuß spielen kann. Und kam dann nur und hat sich meinen Fuß angeguckt und sagt so, geil, geil. Und dann habe ich also quasi den ganzen Song ohne linken Fuß spielen müssen. Dann ist mir die Stand-Tom weggefallen und ein Becken weggefallen. Und also wirklich das ganze Schlagzeug hat sich einfach in Luft aufgelöst, während ich irgendwie den Song zu Ende spielen musste. Und irgendwann am Ende des Songs habe ich mich umgedreht und es war natürlich kein Hellhammer mehr da. Ich glaube, den Rest hat er sich dann nicht mehr angeguckt. Da hast du Glück gehabt. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, ja, das war... Also ich merke schon, so richtig interne Geschichten möchtest du hier nicht preisgeben. Dann belassen wir das auch dabei. Ich möchte dich da nicht in eine Ecke drängen, also gut. In die du nicht rein möchtest. Obwohl wir sicherlich uns vermuten, dass hier und da bestimmt irgendwas Erzählenswertes dabei wäre. Also, wenn ihr das nächste Mal Felix irgendwo seht, einfach ansprechen. Hey, erzähl uns mal ein bisschen was von Nagelhaut. Alle... Bitte drauftrommeln. Alles auf dem Nähkästchen. Zum Abschluss. Eigentlich besprechen wir immer, was aktuell gerade so rotiert auf dem Plattenteller. So Alben, was es damit auf sich hat. Jetzt bin ich aber seit einem guten halben Jahr, höre ich kaum noch neue Musik, weil ich nicht mehr aufnahmefähig bin tatsächlich, weil so viel ist, dass ich das nicht mehr auf die Kette kriege. Deswegen würde ich das ein bisschen anders machen diesmal und fragen, ja, welche Musik hat dich so generell so geprägt? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie du zum Metal gekommen bist. Aber es gibt doch bestimmt so ein Highlight aus deiner Jugend oder so, was du vielleicht nicht in erster Linie mit Black Metal in Verbindung bringst, was dich geprägt hat, was dich heute noch beeindruckt.
Und da können jetzt wirklich die richtigen Leichen aus dem Keller geholt werden. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, ich bin bis heute noch ein riesiger Michael Jackson-Fan. Erzähl mal, gibt es da irgendwas bei dir, so eine Leiche im Keller, die, mit der du nicht als erstes hausieren gehst, wenn du deine, wenn du gerade Bursum live spielst? Also, ja, ich finde, man kann eigentlich immer über alles reden. Also ich bin zum Beispiel früher, eine meiner ersten großen Bands, die ich richtig gut fand, war auf jeden Fall in Richtung Metal, Limp Bizkit zum Beispiel. Mhm. Da habe ich halt sehr viel gelernt, was Gitarre spielen und auch so diese Sicherheit am Instrument. Ne? Wenn du halt eine Bühnenshow machst oder so, dass du halt nicht immer da stehst und aufs Griffbrett glotzen musst, sondern dass du halt locker spielen kannst und so. Ach, was sind denn da die Tricks? Jetzt hören ja hier bestimmt 2-3 Musiker zu. Erzähl mal, wenn du jetzt so, wenn dich einer fragt, pass mal, ich muss mich völlig konzentrieren, ja. Wie kann ich das abstellen? Ich könnte ja jetzt sagen, einfach üben. Aber die beste Übung, was wir zum Beispiel bei Bands machen, wenn wir halt tatsächlich für eine Live-Show proben, ist die schlechtesten Verhältnisse schaffen, die du auf der Bühne haben könntest. Also das heißt, du kannst dein Griffbrett nicht sehen, wenn es dunkel ist. Also wir machen immer Licht aus, machen irgendwelche Lichterketten vom Weihnachtsbaum oder so irgendwo in der Ecke an, dass du wirklich ganz schlechtes Licht hast. So Sachen wie zum Beispiel, ne, normalerweise im Proberaum gucken sich alle immer an. Das heißt, du hast immer Blickkontakt zum Schlagzeuger und der kann dir auch mal so ein Zeichen geben, wann jetzt der nächste Einsatz kommt oder so. Auch völlig tabu, sondern sich halt immer wegdrehen. Also ne, quasi, wie, also obwohl du hier die Wand hast, spielst du quasi gegen die Wand und der Drummer ist hinter dir. Mhm. Also solche Sachen und dann wirklich eine Bühnenshow runterrotzen. Ne? Also wenn du dich verspielst, einfach weiterspielen und dann quasi einmal das Set runterspielen und am Ende kann man dann halt besprechen, was sind die Fehler gewesen und dann macht man die Songs dann halt nochmal von vorne. Ne? Aber nicht halt so dieses da gucken und was spiele ich denn da? Für euch da draußen, habt ihr da überhaupt ein Gespür? Ach, seht ihr das, wenn Leute tatsächlich die ganze Zeit auf die Gitarre gucken, um zu schauen, ob sie richtig spielen? Also ich achte da selten drauf, aber ich muss sagen, dass ich auf kaum Bands, natürlich bin ich hier und da im Proberaum, wenn neue Lieder eingespielt werden, klar, dann gucken die sich das natürlich an. Aber so auf der Bühne habe ich das zumindest aktiv, bekomme ich das selten mit. Ich glaube, das sind doch Sachen, wenn du nicht drauf achtest, dann merkst du das auch nicht. Aber du merkst es, wenn die Show funktioniert. Wenn da halt vorne, was weiß ich, Sänger, Gitarrist, also Sänger und Gitarrist gleichzeitig, noch ein Gitarrist und ein Bassist, alle drei nebeneinander und alle machen nur Propeller und machen da halt voll die Show. Und beim Propeller kannst du halt nicht auf deinen Hals gucken. Das läuft dann halt. Also die wissen in- und auswendig, was sie spielen müssen und das ist für dich eine geile Show. Mhm. Wenn sich da halt wenig bewegt wird und alle starren halt zwischendurch dahin, dann merkst du auch, da kommt wenig Energie rüber. Ja, das ist so und tatsächlich. Ich glaube, das ist halt so, das ist so tatsächlich. So, und hast du denn, abgesehen von Limp Bizkit war immer so, ich bin ja etwas älter als du, so viel Unterschied ist ja nicht, aber etwas älter als du und Limp Bizkit war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen so wie Verrat am Metal angefühlt, weil so dieses Mix mit diesem Hip-Hop und so dazu kam. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du jetzt hier beichten möchtest? Weiß ich nicht. Also auch dieses mit dem Verrat, ich glaube, das, was ich ja ganz am Anfang sagte, auch so. Ich habe das jetzt nur so gesagt, nicht, weil ich das tatsächlich so empfinde, sondern um zu vermitteln, wie mir das vorkam, als diese New Metal-Welle aufgekommen ist. Das war wie danach die Metalcore. Das kann ich mit Metal nicht vereinbaren. Ja, genau. Also ich finde New Metal eher als tatsächlich viel eher sogar als, weil ich glaube, dass Korn unfassbar gute Musiker sind, dass tatsächlich Limp Bizkit gute Musiker sind, auch wenn sie meinen Geschmack nicht immer treffen. Aber auch dieses Metalcore und dieses Ding, was ich überhaupt nicht mit Metal vereinbaren kann, weil auch diese Fanbase quasi oder diese Atmosphäre drumherum eine ganz andere ist, wie ich sie im Metal eigentlich kenne. Ja, also das war ja halt auch so meine Zeit, so Anfang der 2000er und da war das ja auch so, ne, eine Band, die dann halt so verschrien ist und ne, so viele Leute, die halt hassen und ich glaube, die haben sich selber ja immer bezeichnet als die meistgehasste Band der Welt oder so. Natürlich zieht dich das dann an, wenn du sowieso auf der Suche bist nach dem noch extremeren und noch krasseren oder so, was dann ja schließlich dann auch zum Black Metal geführt hat, würde ich dann halt auch sehen, dass der Black Metal ja auch so ein bisschen so ist. Ne? Viele verstehen das einfach nicht, diese Musik, die außenstehend jetzt sind und können damit nichts anfangen. Und das ist ja das, was uns so ein bisschen, was wir, glaube ich, auch gerne mögen, dass wir uns so ein bisschen abgrenzen von anderen und sagen, absolut, das ist unsere Szene, da lassen wir auch nicht gerne irgendwelche Leute mit pinken Pullis oder so rein. Ne? Dass man dann halt schon so sagt, nee, das ist unser eigener Kern. Aber auch innerhalb des Metal, finde ich, es gibt so Situationen, wo ich mich wohlfühle, wenn man abschätzig auf mich guckt, weil ich sichtbar ein Black-Metal-Fan bin.
Das finde ich dann, finde ich gut. Es ist vielleicht ein bisschen pervers, aber ganz häufig habe ich den Fall, wenn ich auf so in so Metal-Clubs zum Beispiel gehe und dann siehst du die typischen, sagen wir es mal wieder, Sabaton, In Extremo, Machine Head, Sepultura-Patches, ja, diese. Und die einen dann wirklich nur so abschätzig angucken, weil du so ein Black Metaller bist. Das ist, widerspricht natürlich dem allgemeinen Usus, dass Metal-Fans ja alles eine Familie sind. Aber ich, ja, finde ich Quatsch eigentlich. Ja. Aber ich fühle mich dann wohl damit. Das ist für mich so, ja, du bist Teil von was Besonderem. Ja, genau, genau, das ist so. Also sehe ich auch so. Und um überhaupt auf deine Frage zurückzukommen, andere Bands, da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen, hinter der Kamera. zum Beispiel, was mich dann auch inspiriert, sind halt so auch Bands, die gar nichts mit Metal oder so zu tun haben. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in anderen Videos erzählt, dass ich zum Beispiel das letzte Album, was ich bei Mordagor geschrieben habe, Hauptinspiration waren zum Beispiel Bands wie Led Zeppelin, was man halt auch gar nicht wiedererkennen würde. Also ich glaube, wenn du dir jetzt halt das Album anhörst, würdest du nie irgendwelche... Werde ich mal machen. Ja, würdest du nie irgendwelche Parallelen zu Led Zeppelin oder sowas oder irgendwelche verrückten indischen Rhythmen oder so, die du dann auf die Drums irgendwie überträgst. Mhm. Also so Sachen, die da gar nichts mit zu tun haben. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man nicht mit so Scheuklappen durch die Gegend läuft, sondern ja offen für andere Musikrichtungen auch ist und sich alles so ein bisschen anhört. Also ich könnte mir nicht, obwohl ich halt völlig dem Black Metal verschrieben bin, könnte ich mir nicht 24 Stunden am Tag nur Blastbeats und Geschrei durch irgendeinen. Dafür ist der Black Metal aber auch vielfältig genug, dass man da auch Alternativen hat. Stimmt. So, ich merke schon, die Sonne geht unter. Es wird, glaube ich, schwierig mit dem Licht langsam. Das lässt mich vermuten, dass wir theoretisch nochmal zusammenkommen müssen, aber ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alles ausgetauscht. Können wir gerne machen. Es würde mich freuen, wenn das vielleicht nochmal klappt oder so. Und das war dann der erste Videopodcast vom Hartschnack. Bitte lasst mich wissen, wenn es gut war. Wenn es nicht gut war, haltet einfach die Klappe. Und ich bedanke mich, dass du zu Gast warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, dass wir so weit nicht voneinander entfernt wurden, dass wir hier und da vielleicht mal was zusammen machen können. Gerne. Und wir sehen uns dann Sonntag in 2 Wochen. Oder hören uns dann. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. Ciao.